Berlin kämpft um die Olympischen Spiele 2024 und was ist in dieser Hinsicht schon bessere Werbung als erfolgreiche Sportler? Nach wochenlangem hartem Training geht es für die Leichtathleten der Region wieder um Gold, Silber und Bronze. Von diesen Medaillen hat er schon eine ganze Menge zu Hause. Lukas Jakubczyk gehört zur europäischen Sprintelite und nutzt den Wettkampf als Einstieg in die Hallensaison. Seine Zeit von 6,70 Sekunden über 60 Meter bringt dem Sprinter des SCC, des SC Charlottenburg, den ersten Titel des Jahres ein. Weitere sollen folgen. Und jetzt ist im Prinzip 6 Wochen lang Wettkampfsaison und da ist dein Training ja, eher untergeordnet. Die Frische soll langsam kommen, die Fitness und die Form wird langsam ausgeprägt. Ja, und dann geht es von Wettkampf zu Wettkampf. Höhepunkt ist na klar die Hallen-Europameisterschaft in Prag Anfang März. Bevor Lukas Jakubczyk dort mit dem Bundesadler auf der Brust rennt, steht für den 29-Jährigen zunächst aber der zweite Lauf des Tages an. Diesmal 140 Meter länger und somit über die ungewohnte Steilkurve. Das ist doch ein bisschen anstrengender und da braucht man noch mehr Frische. Aber ich will dieses Jahr auch vor allem in der Halle mehr 200 Meter Rennen bestreiten und deswegen muss ich daran und möchte mich da auch stellen. Nach seiner Lieblingsstrecke hört sich das jetzt nicht unbedingt an. Dabei fällt das Ergebnis mit Platz 1 erneut zufriedenstellend aus. Während Jakubczyk bei den Männern dominiert, tut es ihm Rebecca Hase bei den Frauen gleich. Die 22-Jährige vom LV 90 Erzgebirge profitiert davon, dass der Wettkampf als offene Meisterschaft ausgeschrieben ist. So sichert sie sich die Berlin-Brandenburgische Meisterschaft, obwohl sie eigentlich aus Sachsen kommt. Mit ihrer Leistung ist sie dennoch nicht wirklich zufrieden, aber die Saison hat ja auch gerade erst angefangen. Letztes Jahr bin ich noch langsamer eingestiegen, deshalb hoffe ich, dass dieses Jahr vielleicht dann, wenn es ein bisschen schneller wird. Und ja, ich denke, es sieht gut aus. 2014 gewann Rebecca Hase dann übrigens noch die deutsche Meisterschaft, wenn das mal kein gutes Omen ist.